Oh, guck mal, meiner glitzert voll. Meiner ist super körnig. Cool, dafür ist meiner voll klebrig und nicht so schleimig. War eine richtig coole Idee von dir, auf die einzige Schleimmesse in Deutschland zu fahren. Ja, finde ich auch. Und wir haben heute die ultimative Schleim-Challenge vorbereitet. Tja, und das heißt, es geht ganz viel um Schleim heute. Und für einen von uns beiden geht es am Ende sogar noch in ein Schleimbecken. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber apropos viel Schleim, den hat auch Lisa für euch. Und der glitzert sogar noch ein bisschen mehr als meiner. Die macht nämlich Meerjungfrauen-Schleim. Tja, und bei Fips, da geht es auch um etwas sehr Besonderes, weil nicht nur Schleim kann was, sondern er präsentiert uns drei Tiere, die etwas Unglaubliches können. Ich würde sagen, viel los, also Schleim ab, Show ab natürlich. Wochenende! Wow, können wir jetzt bitte Schleim machen? Ja klar, hier gibt's jeden Slime. Ich glaube, Thick Slime, Cloud Slime, Crunchy Slime, Glossy Slime. Habe ich was vergessen? Egal, wir werden es auf jeden Fall rausfinden, weil da hinten können wir den Slime selbst machen. Worauf wartest du? Bin weg! Okay, also mein Schleim ist ja schon mal echt schleimig, aber irgendwas fehlt da noch. Ja, da fehlt Farbe. Guck mal, der ist doch voll langweilig weiß. Meiner ist zwar blau, aber viel zu flüssig irgendwie. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der es wirklich weiß. Irgendeinen Experten oder eine Expertin. Oh, das ist eine gute Idee, aber wen? Lisa. Lisa? Warte, wo? Ist sie hier? Lisa? Nee. Lisa? Ist nicht hier. Hier ist sie nicht, aber die zeigt euch jetzt, wie ihr zu Hause ganz schnell und einfach Meerjungfrauen-Slime bastelt. Und der sieht dann ein bisschen cooler aus als unserer hier. Tja, und nicht vergessen, ihr könnt natürlich alle selbstgemachten Videos bei uns auf togo.de, in der Togo-Video-App oder auf unserem YouTube-Kanal jederzeit euch nochmal angucken. Genau. Und während ihr das tut, oder besser gesagt, während ihr Lisa anguckt, gucken wir, dass wir irgendwas aus unserem langweiligen Slime machen. Oh ja, Schleimi-Schleim. Willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und heute wird es schleimig, denn wir machen heute selber Schleim. Aber was hat eine Meerjungfrau damit zu tun? Das seht ihr jetzt. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach Schleim herstellen könnt, aber keinen normalen, denn durchsichtiger Schleim ist irgendwie langweilig. Und weil ich Marina von Sick und Charco so gerne mag, machen wir heute Meerjungfrauenschleim. Fangen wir an. Ihr braucht dafür flüssigen Kleber und den füllt ihr in eine Schüssel. Ich nehme 200 ml Kleber, damit ich später ganz viel Schleim bekomme. Ihr könnt aber auch weniger nehmen. Damit unser Schleim auch mehr Jungfrauenschleim wird, färben wir ihn jetzt grün. Dazu könnt ihr grüne Lebensmittelfarbe zu dem Kleber geben und umrühren. Jetzt gebe ich noch ganz viel grünen Glitzer dazu. Ich habe aber auch noch groben silbernen Glitzer. Den gebe ich auch noch dazu. Denn umso mehr Glitzer, desto besser. Wenn ihr jetzt nun alles verrührt, sieht es schon richtig schön aus. Jetzt müssen wir den Kleber nur noch zu Schleim verwandeln. Und dazu brauchen wir flüssiges Waschmittel. Wichtig ist, dass das Waschmittel aus mindestens 15% Tenside besteht. Das steht hinten auf jeder Verpackung. Gebt nach und nach ein Schlückchen Waschmittel zu dem Kleber und rührt um. Wenn ihr merkt, dass der Schleim nicht mehr an der Schüssel klebt, dann hat der Schleim die richtige Konsistenz. Jetzt könnt ihr den Schleim rausnehmen und in der Hand noch etwas hin und her kneten. Der Meerjungfrauenschleim ist jetzt fertig und es macht super viel Spaß, damit zu spielen. Damit er aber länger hält, müssen wir ihn noch luftdicht verschließen und dazu könnt ihr euch einfach ein altes Glas mit Deckel nehmen. Jetzt können wir für das Glas noch eine Meerjungfrauendekoration basteln. Nehmt euch einen grünen Bastelkarton und zeichnet mit Bleistift einen Meerjungfrauenschwanz ein. Dann zeichnet ihr ans Ende noch ein Rechteck. Mit einem weißen Stift könnt ihr noch Schuppen aufmalen und die Flosse dekorieren. Wenn ihr damit fertig seid, schneidet die Flosse mit dem Rechteck aus und knickt es am Ende um. Ihr könnt auch noch auf das Glas Schuppen malen, wenn ihr einen Stift zu Hause habt, der auf Glas malen sollte. Jetzt gebt ihr Kleber auf das geknickte Rechteck und klebt die Flosse an das Glas. Zum Schluss dekorieren wir noch den Deckel. Gebt Bastelleim oder Kleber auf den Deckel und verteilt ihn mit dem Pinsel. Füllt den Glitzer in eine Schüssel und taucht euren Deckel hinein. Danach könnt ihr ihn zum Trocknen auf ein Blatt Papier legen. Nun müsst ihr nur noch warten, bis der Kleber trocken ist und dann könnt ihr das Glas verschließen.
euch ist das Meerjungfrauen-Schleimglas. Sieht es nicht schön aus wie die Flosse von Marina? Ihr könnt aber auch blauen Schleim machen und eine Meerjungfrauenflosse obendrauf basteln, so wie ich es hier gemacht habe. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr schleimt jetzt ordentlich rum. Und wenn ihr den Schleim jetzt nachmachen wollt, dann braucht ihr folgende Materialien. Eine Schüssel und einen Löffel, Waschmittel mit mindestens 15% Tenside, flüssigen Kleber, ganz viel Glitzer, grüne Lebensmittelfarbe, einen Bleistift, Kleber und Schere, einen weißen Stift, einen Pinsel und Bastelleim, grünen Bastelkarton und ein Glas mit Deckel. Eine genaue Bastelanleitung findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo Show Kanal, damit ihr kein Bastelvideo mehr verpasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schleimen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Warte, wacke, wacke, wacke. Ja, 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 ja. Wow, dieser Schleim ist echt fluffig. Und wow. Schleim ist echt vielfältig. Total, oder? Oh, und apropos viel, viel Schleim gibt es auch in unserem Schleimplanschbecken, was gerade gefüllt wird. Also für dich dann, weil du verlierst ja deine Challenge, oder? Naja, das werden wir gleich sehen, denn die große Schleim-Total-Challenge geht jetzt los. Also nach Fips. Fips? Ja. Fips, der hat nämlich besondere Fähigkeiten bzw. ein paar tierisch coole Freunde und die haben sehr coole Fähigkeiten. Ich wollte gerade sagen, Fips hat Fähigkeiten? Ja, der mag zum Beispiel Nüsse, der hat bestimmt so eine Nuss-Superkraft. Hallo meine Lieben! Also ich hatte eine ganz verrückte Idee. Ich wollte mal herausfinden, ob es Tiere gibt, die irgendwas besser können als ich. Schwierig, schwierig war das, das sage ich euch. Aber drei von den ganz wenigen stelle ich euch jetzt vor. Auf Platz 3 die afrikanische Radspinne. Wie der Name schon sagt, kommt die aus Afrika und spielt gerne Rad. Naja, eigentlich spielt die nicht, denn das ist ihre Fluchtmethode. Weglaufen kann ja jeder, aber wegkugeln, da muss man es schon ganz schön drauf haben. Dafür winkelt die Spinne ihre Beine an und ab geht's die Sanddünen runter. Hui! 1 Meter pro Sekunde schafft sie da. Echt krass, vor allem weil sie nur 2 Zentimeter groß ist. Also nur ein klitzekleines bisschen größer als der Daumennagel von einem Erwachsenen. Also meine Reaktion nach so viel Gedrehe wäre nicht einfach so cool stehen bleiben, sondern... Also wäre ich so schwindelfrei wie die afrikanische Radspinne, dann würde ich ja den ganzen Tag nur Achterbahn fahren. Oh, yupping, yeah. Oh. Naja, weiter geht's mit Platz Nummer 2. Der Stirnlappenbasilisk. Seinen Namen hat er wegen dem Ding da hinten am Kopf. Das nennt man nämlich Stirnlappen. Der Stirnlappenbasilisk ist eine Echse und lebt in Mittelamerika. Noch nichts Besonderes, sagt ihr? Na dann passt jetzt mal auf. Der kann nämlich übers Wasser laufen. Cool, oder? Das kann er, weil er seine großen Füße so schnell aufs Wasser platschen lässt, dass es beim Aufplatschen kurz fest wird. Das nennt man den Bauchplatscher-Effekt. Und damit ihr seht, was ich mit schnell meine, einmal in Echtzeit bitte. Ach, wenn ich so schnell übers Wasser entwischen könnte, wäre ich so mancher Badewannenfelsschrubbung entgangen. Wobei, so ganz ohne Felsschrubben würde mein Schwanz nicht so cool glänzen, wie er es tut. Und noch cooler wäre ich, wenn ich das könnte, was mein Platz Nummer 1 kann. Der Axolotl. Das ist ein mexikanischer Schwanzlurch. Atmen tut er mit diesem Fächer da hinten am Kopf. Damit sieht er aus wie ein Drache, finde ich. Den Axolotl gibt's übrigens auch in Dunkel. Und vor allem gibt's den sozusagen immer wieder. Denn der Axolotl kann jedes Körperteil nachwachsen lassen. Also ich fände ja für mich einen zweiten Kopf cool, dann wäre ich noch schlauer. Aber der Axolotl lässt nur Körperteile nachwachsen, die er bei einem Kampf oder Unfall verloren hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass er ewig lebt. Aber so 20 Jahre alt kann er schon werden. Axolotl heißt übrigens übersetzt Wassermonster. Ich finde vor allem Monster stark, was der Axolotl alles so kann. Wow, wenn ich das alles könnte, dann wäre ich schon ziemlich perfekt. Oh, vielleicht zu perfekt? Ich meine, das wäre ja auch blöd für die anderen dann. Ach, ich bleib lieber so, wie ich bin. Ich bin immerhin schon verfipst perfekt genug. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschö!
Wow, ich glaube, ich könnte gar nichts davon. Ich auch nicht, definitiv nicht. Aber was ich gerne können würde, ist, dich in der ultimativen Schleim-Challenge zu besiegen. Träum weiter. Wir werden ja sehen, aber kannst du mir jetzt endlich mal verraten, was wir überhaupt machen, wie es funktioniert? Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Naja, wir spielen 3 Runden, die alle etwas mit Schleim zu tun haben. Und pro Runde gibt es einen Punkt. Ja, und der oder diejenige, die dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und die andere Person, die muss dann das besondere Bad nehmen. Ach, wie witzig, dass du die sagst. Dabei könnte es ja auch der sein, also du. Naja, oder aber die wie du. Mal sehen. So, wir sind bei der Runde 1 angekommen und jeder von uns, also Sarah und ich, wir haben jeweils einen gleich großen Schleimklumpen. Und es geht darum, diesen in die Länge zu ziehen. Und bei dem es... ohne dass er reißt. Genau. Bei dem es nämlich zuerst reißt, die Person hat dann verloren. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch Hilfe geholt, und zwar von Johanna und Inga. Und die werden jetzt einmal den Schleim für uns ziehen. Ja. Ihr seid bereit? Ja. Okay, dann legen wir los. Okay. Einmal nehmen und los geht's. Nach hinten laufen. Vorsichtig. Ja. Achtung. Ja. Ach, weiter. Sehr gut, Jona. Sehr gut. Ja, ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das machst du super. Das machst du super. Ja, das machst du noch besser. Nein! Und ich würde sagen, wir haben gewonnen. Oh nein, es ist gerissen. Jawohl. Oh Mann. Egal, trotzdem gut. Ja. Ich fand unsere Technik nicht schlecht. Nee, eure Technik war gut, aber du kannst ja deine Technik jetzt durchaus noch mal ein bisschen verfeinern in Runde 2. Willkommen zu Runde Nummer 2. Bist du bereit? Was ist das? Das ist ein großer Behälter voller Schleim. Hm, was auch sonst? Ja, und in diesem Schleim befinden sich 3 Gegenstände. Wir beide wissen nicht, was für Gegenstände da drin sind. Und wir müssen diese Gegenstände erraten. Jeder hat 30 Sekunden Zeit, um diese zu erfüllen. Erfüllen. So. Ja, und der andere? Ja, der andere, der hier hört Musik. So, wichtig. Und sieht damit nichts. Damit du auch nichts siehst. Ja, ist ja gut. Moment. So. So, ich bin ja gespannt, ob ich das erfüllen kann. So. Ich mach dann jetzt die Musik an und okay, du legst los, ja? Okay, Jonas, okay, viel Spaß. Ich glaube, du hörst nichts, ne? Gut, er hört nichts. Und sehen hoffentlich auch nicht. Oh, jetzt fasse ich da mal rein. Wow, schleimig. Das erste ist, habe ich irgendwie ein. Das ist spitz, ich kenne das. Ich glaube, ein Aufladekabel. Okay. Das nächste ist. Au, das ist alles so spitz. Was ist das? Ich glaube, ich sage, es ist eine Gabel. Und das dritte. Oh Mann, Zeit vorbei. Okay, dann mal los. Hm. Oh, ist das eklig. Das ja, ist super oder? Glibbrig. So kalt. Aber da ist irgendwas Großes. Irgendwas. Verletzt sich nicht. Ist das ein, ja, da muss man ab. Ist das ein Aufladekabel? Keine Ahnung. Okay, ich glaube, da ist ein Aufladekabel. Und dann ist da noch irgendwas. Warte mal, Moment mal. Ist das lang? Gut, das ist sehr hart. Warte mal, Moment mal. Ich glaube, das könnte eine. Ist das ein Löffel oder sowas? Ich sag einen Löffel. Gut, sollen wir mal gucken, was wirklich drin war? Weil ich habe Gabel gesagt. Okay, gucken wir mal rein. Wir haben eine Gabel. Oh nein. Und das andere ist ein Aufladekabel. Das heißt, ich habe gewonnen, oder? Wir haben das dritte nicht gefunden, aber egal. Ich habe gewonnen. Okay, Punkt für dich. Jetzt muss die nächste Challenge aber klappen. So, wir kommen jetzt zur Challenge 3 und das ist die ultimativ entscheidende Challenge. Wer von uns beiden packt es und wer muss ins Schwimmbecken bzw. ins Schleimbecken? Das sieht echt schmerzhaft aus, ich habe Angst. Ja, wir haben die Schleimschleuder hier und wir haben 5 Sekunden Zeit. Wir kriegen eine Frage und wenn wir die beantworten, dann sind wir gesichert. Wenn wir sie falsch beantworten, werden wir abgetroffen. Woher kommt der Schleimtrend? Aus den USA. USA? Ich war schneller. Okay, bitte. Okay, es war daneben. Na super, Glück gehabt. Und hast du schon Angst? Du wirst jetzt nämlich ziemlich oft von der Schleuder abgeschleudert. Nö, absolut gar keine Angst. Ich bin bereit für die nächste Frage. So, bitte Frage. Seit wann gibt es den Schleim? Seit 5 Jahren? 2014. 1990.
Und das war am nächsten, oder? Ja! Nächsten! Tschüss! Tu mir nicht weh, bitte! Auch verfehlt! Glück gehabt! Glück Aber du gehabt. Hast den Punkt. Ja, ich habe den Punkt auf jeden Fall. Damit steht es jetzt 1:1. Schön. Ist Slime gleich Schleim? Ja. Nein. Ach so. Ach, jetzt weiß ich, was du willst. Viel Spaß. Ich dachte, ob Schleim Schleim ist. Es gibt verschiedene Arten von Schleim. Nein, nein, nein. Ich hab Angst. So, wenn man sich jetzt mal den Punktestand anguckt, dann könnte man ja einfach behaupten, dass ich gewonnen habe. Könnte man nicht nur behaupten, es ist leider auch so. Das heißt, wohin musst du jetzt? Ins Schleimbecken. Und was musst du dafür noch schnell tun? Mich umziehen. Das machst du jetzt mal. Und solange du dich umziehst, seht ihr jetzt Flitzi, die war nämlich auf der Spielwarenmesse. Die hat auch was mit Schleim gehabt, nicht das Schleimbecken an sich. Sie musste nicht ins Schleimbecken, nee, aber ich. Coole Spiele hat sie auf jeden Fall gefunden. Tschüss, viel Spaß, wir sehen uns gleich. Sarah und Jonas, ihr seid ja gerade in eurer Schleim-Challenge und spielt um alles, was euch heilig ist. Aber auch hier wird gespielt, denn ich bin hier gerade im Spielzeugparadies. Und hier wird alles vorgestellt, was so richtig cool ist. Und ich zeige euch jetzt die absoluten Highlights. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gibt es alle neuen coolen und verrückten Trends. Knapp 70 verschiedene Länder zeigen hier ihre besten Kracher für jedes Alter. Hier werden so viele Produkte vorgestellt, dass man tausende von Kinderzimmern vollmachen könnte. Hier gibt es also viel zu entdecken, viel Spaß, Action und natürlich viel zu spielen. Bei Pictionary Air wird in der Luft gezeichnet. Könnt ihr erkennen, was das ist? Das ist das, wo ihr gerade drauf guckt, nämlich ein Fernseher. Oder ein Laptop, oder ein Bildschirm, oder ein PC, oder was auch immer. Guck mal, Sarah, ich hab dich entdeckt. Was machst du da? Trinkst ein Käffchen, oder was? Beim nächsten Mal trinke ich einen mit. Ich habe hier aber noch was anderes entdeckt, nämlich die Fashionistas. Und die sind sehr vielfältig, weil die alle verschiedene Körpergrößen haben, Körperform, Augenfarbe, Hautfarbe. Und schaut mal die hier, die hat super tolle Ohrringe. Die hätte ich auch gerne. In der Togo-Show gibt es auch die Trolls, Jojo. Was ist denn das Besondere hier an den Trolls? Ja, das Besondere ist natürlich, dass das ganz glückliche kleine Kerlchen sind, die viel Spaß an Musik haben, wie unsere Poppy zum Beispiel. Oder für alle, die es ein bisschen kleiner mögen oder die Tiny Dancer sammeln wollen, habe ich hier ein paar dabei. Super süß! Und wir machen dich jetzt auch zu einem süßen Troll. Und jetzt sind wir die Trolls. Guck mal, das ist kein Schleim, sondern Kinetic Sand. Das besteht zu 98% aus Sand und 2% Magic. Und schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Heidi und Biene Maya. Na, wie geht's euch? Und Sketchcode? Ja! Das war schon mal die erste Überraschung, die da drin war. Was eine Überraschung. Jonas, dich haben wir ja auch gefunden. Ach nee, ist wohl eher was für Sarah. Hier gibt es jetzt eine Weltneuheit. Das heißt also, das hat noch nie jemand zuvor gesehen. Aber wir sind die Glücklichen, die das zum ersten Mal ausprobieren dürfen. Das ist der Plüschpom. XXL-Version kann man sich an den Schlüssel oder an die Hose machen. Aber ein bisschen zu groß für uns. Flitzi möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Ich gehe hier aber nicht mehr raus. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Und Sarah und Jonas, na, wie läuft eure Challenge? Eure Schleim-Challenge? Ja, Flitzi, die Schleim-Challenge, wie lief sie? Sie lief super für mich und schlecht für dich. Ich habe gewonnen. Ja, ich freue mich. Ich darf jetzt ins Schleimbecken. Und weil man ja nur einmal die Chance hat, ins Schleimbecken zu gehen, dachte ich mir, ich bleibe einfach so, wie ich bin. Ich ziehe mich nicht um. Ich bin hart im Nehmen. Echt jetzt? Krass? Wirklich? Ja. Aber ich muss sagen, beim nächsten Mal lerne ich dann doch ein bisschen mehr dazu und bereite mich besser vor. Ja, das finde ich gut. Und apropos dazulernen, bevor es jetzt für dich dann wirklich ins Schleimbecken mal endlich geht, geht es jetzt für euch wiederum zur Trickkiste. Da gibt es wieder ein paar coole, hilfreiche Tricks für euren Alltag. Ich will nicht. Doch, du musst. Ich freue mich so.
Heute geht's um diesen bunten Haufen Wäscheklammern. Wäsche aufhängen klingt langweilig. Wir zeigen dir drei coole Tricks, wie du mit den kleinen Klammern richtig Spaß haben kannst. Also ran an die Trickkiste. Na toll, schon wieder Knoten im Kopfhörerkabel. Zum Glück gibt es ja Wäscheklammern, die das Problem lösen können. Binde deine Kopfhörer über drei Finger zusammen und stecke sie mit der Klammer fest. Mit dem Trick gibt es kein Kabelchaos und du kannst schnell deine Lieblingsmusik hören. Trickstufe 1. Immer das Gleiche. Kaum nicht aufgepasst, schon hat man mit dem nassen Pinsel die Unterlage dreckig gemacht. Total nervig. Aber dafür gibt es einen schnellen Trick. Steck den Pinsel zwischen die Klammer und stelle sie auf. So hast du einen Ständer, der deinen Pinsel fest im Griff hat. Schnell gemacht mit der Trickstufe 1. Schnapp dir eine Wäscheklammer in deiner Lieblingsfarbe, einen Magneten und eine Heißklebepistole. Klebe den Magneten auf die Klammer. Sobald der Kleber getrocknet ist, kannst du ein Bild oder eine Notiz mit der Klammer an einer Magnetwand befestigen. Dieser praktische Trick bekommt die Trickstufe 3. Mit Wäscheklammern kann man noch viel mehr machen, als nur Wäsche aufhängen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ein Traum, der geht jetzt endlich in Erfüllung. Und zwar, dass du in dieses Schleimbecken musst. Och Mann. Bist du bereit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. So ein Schleimbad. Ja, und das wäre jetzt echt in diesem Schleimbad und so ein bisschen Schleim hier, den du da kriegst, viel zu wenig. Deswegen kriegst du jetzt noch ein bisschen mehr. Achtung. Ach, angenehm. Ja, und bist du bereit? Nein. Gut, los geht's. Oh Gott, ist das schwer. Yum. Ganz viel Schleim für dich. Jonas, danke für diese Challenge. Sehr gerne. Ich finde, das sieht wirklich ganz toll aus an dir. Und der Schleim besteht dir richtig. Auf jeden Fall gibt es die Togo-Show auch auf unserem YouTube-Kanal, auf togo.de und in der Togo-Video-App. Da könnt ihr es jederzeit euch anschauen. Und wir sagen jetzt mal Tschüss. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, in dem Becken zu sein oder an dir dran zu kleben. Ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Oh krass, ich komme nicht mehr los. Eva? Nein, wir sind für immer verbunden. Ja! Togo! Wo waren Sie letzten Samstag zwischen 5 und 6 Uhr morgens, als der Süßigkeitendieb zugeschlagen hat? In meinem Bett am Schlafen. Ist Ihnen schon mal im Studio jemand aufgefallen, der wie ein Süßigkeitendieb aussieht? Ich glaube nicht. Haben Sie diese sauren Schlangen schon mal gesehen? Du Jonas, ich glaube, du kannst einen Tag ohne Süßigkeiten schon aushalten, oder? Ja, okay, na gut, ich gebe zu, schaffe ich bestimmt, aber ich möchte nur mal herausfinden, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Und besonders will ich herausfinden, wer der Süßigkeiten-Dieb ist. Ich hab doch die Wahrheit gesagt. Aber ganz ehrlich, gute Vorbereitung auf das Spiel, das ich heute mit der YouTuberin und TikTokerin Miss Nikki spielen werde. Stimmt. Ihr werdet ja unter anderem bei einer Challenge herausfinden, wer von euch lügt und wer die Wahrheit sagt. Genau so ist es. Und Kids Bob ist heute auch wieder mit dabei und die beantworten eure Fragen. Komm, mega cool, Kids Bob. So, aber ganz ehrlich, noch mal eine Sache, so unter uns hier. Hast du die Wahrheit gesagt oder nicht? Ich bin nicht der Süßigkeitendieb. Ist irgendwie komisch, oder? Weil genau das würde ja auch ein Süßigkeitendieb sagen. Ich seh dich. Oh Mann. Zwei, eins, Wochenende! Oh, endlich wieder Wochenende. Absolut, ich freue mich mega. Und weißt du, auf was ich mich auch mega freue? Nee, auf was denn? Herauszufinden, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Du bist der Süßigkeiten-Dieb, oder? Ach, es hat geklingelt, ein Glück. Okay, ganz ehrlich, ich frage mich, wenn ich selber einen Lügendetektor anschließen würde, ob ich dann was rausbekommen würde. Wahrscheinlich schon, ja. Tada! Der Togo-Shop-Postbote war da. Ja. Oh! Das Bild der Woche. Guck mal, das ist Phipps und das hat Ejad gemalt. Das ist doch mal super cool, oder? Ja, und ich glaube, Phipps würde sich mega über dieses Bild freuen. Und ich hänge es einfach mal auf, wo er es von überall sehen kann. Das ist sehr gut, ja. Und falls ihr uns euer selbst gebasteltes oder selbst gemaltes schicken wollt, dann sehr gerne immer her damit. Wir freuen uns mega krass darauf. Das Ganze könnt ihr nämlich machen, indem ihr auf togo.de geht, dann auf die Togo-Show-Seite. Und dort findet ihr ein Kontaktformular. Da könnt ihr einmal dann das Bild hochladen und schwupps. Landet bei uns im Studio. Sag mal, Jonas,
Was ist das eigentlich für eine schwere Kiste hier? Naja, also steht hier drauf. Und zwar haben wir euch letztens mal dazu aufgerufen bzw. euch gefragt, uns die coolsten Fragen an Kidsbop zu schicken, die wir denen dann direkt mal stellen können. Und tada, da kam echt einiges zusammen. Warte mal, die ganzen Fragen, die in dieser riesen Kiste sind, werden heute beantwortet? Das ist absolut fast richtig, denn es sind so viele, da wäre die Talkshow fast vorbei gewesen. Also haben wir die häufigsten Fragen genommen und die dann einmal zusammengefasst und an Kidsbop geschickt. Und was mir gerade kommt, so nebenbei, einmal hier, vielleicht sind hier meine Süßigkeiten drin. Dein Ernst? Ja, ich finde die, oh wow. An Kidsbop, wie lange macht ihr Kidsbop? Ich liebe euch. Also, ich bin seit 1,5 Jahren bei Kidsbop. Ich bin schon ein halbes Jahr bei Kidsbop. 1,5 Jahre. Also, ich mache Kidsbop schon ein halbes Jahr lang und es macht mir immer sehr viel Spaß. Mich würde interessieren, was das Coolste ist, was ihr in eurem Zimmer habt. Meine Musikanlage. An der kann ich mit meinem Mikrofon singen, laut Musik hören und dazu tanzen. Und sie leuchtet auch noch so toll. Das Interessanteste an meinem Zimmer ist natürlich das große Bild von Kidsbop, das an meiner Wand hängt. Das Coolste in meinem Zimmer sind meine Pokale, die ich auf Tanzwettbewerben gewonnen habe. Ich habe das, meine kleine Glasfigurensammlung. Das sind Erinnerungsstücke von Freunden und Familie aus dem Urlaub. Rosi, Lena, Alena und Maida wollen alle wissen, wie man bei Kidsbop mitmachen kann. Um sich bei Kidsbop anzumelden, müsst ihr Kidsbop ein Video senden, wo ihr tanzt und singt. Mehr dazu könnt ihr auf unserer Website kidsbop.de erfahren. Was ist euer Lieblingssong von euch? Mein Lieblingssong ist Au Revoir. Ich finde einfach diesen Rap-Teil so cool. Auf Wiedersehen, auf kein. Ich hab meine Sachen gepackt, ich hau rein. Sonst wird es in mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Meine Lieblingssongs sind Je ne parle pas français und hoch, weil sie einfach gute Laune machen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Busfahren oder eine Limousine? Ich bin zwar noch nie mit der Limousine gefahren, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Aber das Beste ist ja, dass hinten etwas zu essen und zu trinken für die Fahrt ist. Ich fahre so oft Bus, ich denke, da ist Limousine fahren spannender. Beides ist gut, aber ich würde lieber Limousine fahren, weil es besonders ist. Und man kann es nicht jeden Tag machen. Lieber fliegen können oder unsichtbar sein? Wenn ich es mir recht überlege, ich glaube, ich würde lieber fliegen können. Wie ich mir das jetzt vorstelle, ich fliege über die ganze Stadt, kann die Menschen von oben sehen. Ist eine gute Frage, aber wenn man unsichtbar ist, dann könnte man einfach mal Leute beobachten oder so hören, was die sagen. Das wäre im Lehrerzimmer ganz cool. Natürlich fliegen. Ich würde lieber fliegen können, weil man frei sein kann und du kannst überall hinfliegen, wo du möchtest. Okay, wenn ich eins sagen kann, dann das. Ich wusste gar nicht, dass ich so wenig über Kidsbop wusste. Naja, hab wieder was dazugelernt. Oh, und ich habe herausgefunden, dass meine Süßigkeiten nicht in der Kiste sind. Wo sind die? Ja? Jonas, ich habe so eine leise Ahnung, wo deine Süßigkeiten hin verschwunden sind. Oh, du hast sie gegessen und gibst es jetzt zu, endlich. Nein, diese Kameras hier zeichnen auch nachts auf, habe ich rausgefunden. Und du wirst es gar nicht glauben, wer deine Süßigkeiten gegessen hat. Okay, gut. Zeig mir den Dieb und ich bin bereit, denn ich bin sauer. Ich wusste nicht, dass jemand Süßigkeiten so sehr lieben kann, dass er sie sogar im Schlaf verdrücken will. Okay, gut. Kein Wunder, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, weil ich habe ja geschlafen, als ich die Süßigkeiten gegessen habe. Somit tut's mir echt leid. Ja, gut. Ich glaube, ich habe dich auch ein bisschen verunsichert. Was aber gar nicht schlecht ist, das kann mir nämlich sehr hilfreich sein in dem Spiel, was ich gleich mit Miss Niki spielen werde. Wahrheit oder Lüge. Oh, und was auch hilfreich sein kann, das sind jetzt Pappteller und Pappbecher. Denn genau das braucht ihr für die coolen Sommerspiele, die Lisa jetzt für euch bei selbst gemacht hat. Herzlich
willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa. Bei dem schönen Wetter bin ich natürlich am liebsten draußen. Denn hier kann man richtig viele coole Spiele spielen. Kennt ihr zum Beispiel Ballontennis? Oder habt ihr schon mal ein Wasserpistolenrennen gemacht? Nein? Dann zeige ich euch jetzt, wie ihr diese coolen Sommerspiele ganz einfach selber basteln könnt. Ja, ich habe gewonnen! Ballontennis ist echt mein neues Lieblingsspiel geworden. Denn es macht nicht nur mega viel Spaß, sondern es ist auch ganz einfach selbst gemacht. Habt ihr Lust? Dann auf zum Basteltisch! So, dann kann es jetzt losgehen. Wir basteln uns den Ballontennisschläger. Und was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Zwei Pappteller, Schere und Kleber, einen Filzstift, ein Lineal, eine Wasserpistole, Schnur, eine Heißklebepistole, einen Luftballon, einen Pappbecher und ein Stück Pappe. Zeichnet einen Streifen auf die Pappe mit Hilfe eines Lineals. Ich habe eine Länge von 25 cm und eine Breite von 5 cm eingezeichnet. Dann zeichnet ihr einen zweiten Streifen in der gleichen Größe ein und schneidet beide aus. Jetzt klebt ihr beide Streifen zusammen. Ihr könnt dazu Heißkleber benutzen, aber Vorsicht, der ist sehr heiß. Oder ihr nehmt einen anderen starken Kleber. Jetzt nehmt ihr euch zwei Pappteller. Ihr könnt ganz normale Pappteller nehmen oder euch auch bunte Teller aussuchen. Ich nehme die mit den bunten Punkten. Die beiden Pappteller klebt ihr aufeinander, um den Schläger zu verstärken. Klebt nun euren Pappstab auf und fertig ist euer Schläger. Und schon kann es losgehen. Moment, um spielen zu können, brauchen wir noch einen zweiten Schläger. Zum Glück habe ich schon mal welche vorbereitet und die sogar angemalt. Erkennt ihr Mokka und Sherry? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr eure Schläger auch anmalen, so wie es euch gefällt. Für das zweite Spiel brauchen wir nur eine Kleinigkeit vorbereiten. Und dazu nehmen wir uns einen Pappbecher. Mit einer Schere stecht ihr vorsichtig in den Boden des Pappbechers ein Loch an den oberen Rand. Das ging schnell, sagte ich ja. Jetzt schnappen wir uns nur noch eine Schnur, eine Schere, befüllen unsere Wasserpistole und dann gehen wir wieder nach draußen. Jetzt müssen wir unser Spiel nur noch aufbauen. Dazu knotet ihr die Schnur an eine feste Stelle. Das könnte zum Beispiel ein Zaun oder auch ein Baum sein. Dann sucht ihr euch eine andere Stelle und messt eure Schnur ab, so dass ihr noch genug Schnur zum Festknoten habt. Schneidet die Schnur ab und zieht sie durch euren Pappbecher. Dann knotet ihr die Schnur an eure ausgewählte Stelle fest. Achtet darauf, dass die Schnur gerade ist und nicht schräg hängt. Wenn ihr jetzt mit einer Wasserpistole in den Becher schießt, dann bewegt er sich nach vorne. Ja! Wer von euch ist schneller am Ziel? Um das herauszufinden, könnt ihr einfach die Zeit stoppen oder ihr baut eine zweite Strecke genau daneben auf und spritzt um die Wette. So wird es am Wochenende ganz bestimmt nicht langweilig. Eine genaue Bastelanleitung findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Togo Show Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und beim Spielen. Macht's gut! Gleich ist es soweit, denn Miss Niki wird hier bei uns im Studio sein. Und ganz ehrlich, wo sie online unterwegs ist, da ist immer ganz schön viel los. Ja, das kann man echt so sagen. Vor allem bei YouTube und TikTok hat sie hunderttausende Fans. Wow. Bei TikTok sogar fast 1 Million. Das ist schon ziemlich krass, aber nicht nur das. Nein, sie bringt auch noch ihr eigenes Buch so ganz nebenbei raus. Und falls ihr sie jetzt noch gar nicht kennt, dann gar kein Problem. Denn jetzt gibt's eine kurze Vorstellung von ihr. Mode und Beauty sind echt Nicoles Leidenschaft. Es sieht nicht gut aus, aber es ist gut. Auf ihrem YouTube-Kanal Miss Niki nimmt sie alle, die wollen, mit durch ihr Leben.
Das ist meistens sehr lustig, manchmal auch ernst, aber auf keinen Fall langweilig. Und hier ist sie, Miss Nikki. Hi. Mega cool, dass du hier bist. Du bist ja auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube vertreten. Dann bringst du auch noch dein eigenes Buch raus, in dem du Make-up-Tipps gibst. Sag mal, wie viele Stunden hat eigentlich so dein Tag? Schwierig zu sagen, weil Social Media eigentlich mein Alltag ist. Ich zeige ja mein Leben, deswegen 24 Stunden habe ich meinen Alltag, 24 Stunden habe ich Social Media. Das ist beides das Gleiche. Damit bist du ja auch super erfolgreich mit dem, was du machst. Aber das hat dir ja nicht nur nette Kommentare eingebracht, sondern teilweise waren da auch echt fiese dabei, oder? Das war noch nie wirklich ein Problem für mich, weil ich halt immer verstanden habe, dass diese Menschen mich als Person nicht kennen. Sie kennen dieses Bild vor dieser Kamera, die Nicole, die gerade an der Wand redet, wo eine Kamera steht, aber nicht die Nicole, die menschlich gerade zu dir ist und mit dir redet. Und deswegen hat das mich nie groß getroffen. Und was ich anderen raten würde, seid euch einfach im Klaren, dass die Leute euch nicht kennen und nicht wissen, wer ihr eigentlich wirklich seid. Das ist ein echt guter Rat und es klingt ja fast schon so, als hättest du so eine unsichtbare Wand vor dir aufgebaut, wo die ganzen fiesen Kommentare so dran abprallen. Mega. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine Superkraft, die du auf jeden Fall schon mal besitzt. Aber wenn du dir jetzt eine Superkraft ausdenken könntest, egal welche, was wäre das? Ich glaube, ich würde Tiere verstehen wollen, also mit Tieren sprechen können, weil dann könnte ich immer verstehen, was sie zu mir sagen. Und ich glaube, das könnte auch ganz interessant werden, wenn, keine Ahnung, Katzen, Hunde, allgemein Haustiere, die sind immer bei einem. Ja. Total, aber auch ein bisschen gruselig, oder? Ja, stell dir mal vor, dann wüsste alles oder könnte mit dir reden. Ja, also, dass er mit mir reden könnte, wäre natürlich mega. Ja. Dann könnte er mir nämlich auch endlich mal sagen, so, ich will das essen, ich will das essen. Ja, das würde auf jeden Fall helfen. Und wir können auch verletzten Tieren helfen. Ja, indem sie uns sagen, was ihre Probleme sind, was ihnen wehtut. Ja, das ist eine echt coole Superkraft. Das ist eine richtig gute. Ich weiß nicht, ob sie dir gleich hilft, diese Superkraft, bei dem Spiel, was wir gleich spielen werden. Denn da geht es um Wahrheit oder Lüge. Und ich bin gespannt, ob deine Superkräfte dir da helfen würden. Ja gut, dann muss ich erstmal dazu sagen, dass du heute natürlich schon ein paar Mal mich auf die Probe gestellt hast, ob ich rauskriege, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Deshalb bin ich bei diesem Spiel, glaube ich, lieber raus, weil da bin ich zu verwirrt. Vorher gibt es aber erstmal Fips. Der hat wie immer Angeberwissen vom Allerfeinsten für euch. Und diesmal geht's um uns, Menschen. Hallihallo, meine Lieben. Was glaubt ihr eigentlich, wie gut ihr euch kennt? Also nicht euch selber, sondern euch Menschen. Ich habe da nämlich ein paar Dinge über Menschen herausgefunden, die ihr vielleicht selbst noch nicht wusstet. Und mit dem Wissen könnt ihr dann vielleicht den einen oder anderen eurer Freunde beeindrucken. Los geht's mit Schlauberger Wissen über Menschen. Ohren und Nasen wachsen euer ganzes Leben lang weiter. Aber damit ihr nicht mit Elefantenohren endet, nur ganz langsam. Aber bis man 80 ist, sind das schon so 2 Zentimeter. Auch ohne dran zu ziehen. Und bei der Nase ist das noch nicht mal 1 Zentimeter. Also etwa Platz für ein Marienkäfer mehr. Am Kopf gibt es übrigens noch eine Sache, die mich wirklich erstaunt hat. Und zwar der hier. Der Kaumuskel. Hättet ihr gedacht, dass der Kaumuskel einer der stärksten Muskeln ist, die ihr habt? Klar, sowas kann er jetzt nicht, aber im Verhältnis zu seiner Größe hat er schon ganz schön viel Kraft. Wissenschaftler haben sogar festgestellt, dass eure Beißkraft höher ist als bei einem Wolf. Nur, dass ihr eben lieber andere Sachen esst. Aber vielleicht gebe ich euch demnächst einfach meine Nüsse und dann knackt ihr die. Und jetzt habe ich was fürs Herz. Also, nee, vom Herz. Also, da kommt es her. Also vom Herzen, von mir, eine Info für euch übers Herz. Denn wusstet ihr, dass euer Herz etwa so groß ist wie eure Faust? Als Kind wie eine Kinderfaust und als Erwachsener eben wie eine Erwachsenenfaust. Ihr habt euch bestimmt ja schon mal gemessen, um zu checken, wie groß ihr seid. Aber wusstet ihr, dass ihr nicht immer gleich groß seid, sondern über den Tag verteilt ein bisschen schrumpft? Zwischen den Wirbeln eurer Wirbelsäule gibt es nämlich die sogenannten Bandscheiben. Und die bestehen zum großen Teil aus Wasser.
Wenn ihr jetzt also tagsüber durch die Gegend tobt oder auch nur aufrecht steht oder sitzt, wird das Wasser rausgepresst. Nein, also aus den Bandscheiben, nicht aus euch. Und dadurch werdet ihr kleiner. Nee, nicht so klein. Nur so 1-2 Zentimeter. Aber keine Angst. Über Nacht füllen sich die Bandscheiben wieder mit Wasser und ihr werdet wieder größer. In der Schule schlafen hilft übrigens aber nicht. Und zum Schluss habe ich noch eine Info für euch, die nicht nur Menschen, sondern auch sprechende Eichhörnchen wie mich betrifft. Man kann nicht einatmen und gleichzeitig sprechen. Also probiert das doch mal aus. Ihr werdet feststellen, dass dabei nur komische Geräusche bei rumkommen. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich sitze hier jetzt immer noch mit Nicole vom YouTube-Kanal Miss Nikki, auch wenn ich sie gerade nicht sehen kann. Alles klar bei dir da drüben? Alles super. Aber dieser Sichtschutz an der Plexiglasscheibe hat seinen Sinn, denn wir werden gleich eine Challenge spielen, bei der wir den jeweils anderen nicht sehen dürfen. Denn wir bekommen gleich Gegenstände vor uns, die wir dem anderen beschreiben müssen. Kann jetzt aber gut sein, dass ich einen roten Apfel bekomme und Nicole Weißmacher ist sein weißer Turnschuh. Oder umgekehrt. Und der jeweils andere muss dann erraten, ob die Wahrheit gesagt wird oder gelogen wird. Errätst du quasi richtig, bekommst du einen Punkt. Errätst du falsch, bekomme ich einen Punkt. Das Ganze geht dann so weit, bis der Erste 3 Punkte hat. Und derjenige hat dann gewonnen. Alles klar? Ich würde sagen, wir fangen an, oder? Ja, gerne. Mal schauen, was da drunter ist. Ui. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist mein Abendessen. Ich glaube, ich bleibe hier noch etwas länger. Es ist ein etwas bunteres Abendessen. Sehr gesund, so wie ich es mag. Und ich habe sogar noch ein Glas dazu. Ja, das klingt und nach einem Glas. Da ist noch was Glitzerndes drin. Ich glaube, das kann ich nicht zu meinem Abendessen trinken. Das lasse ich lieber weg. Das ist eher bestimmt so was Süßes. Aber was das andere sieht sehr appetitlich aus. Mal. Was meinst du, was das ist? Das ist ja, so eine bläuliche Substanz in meinem Glas. Ich kann dir nicht ganz beschreiben, was es ist. Ich habe es gerade angefasst, das war nicht so eine gute Idee. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass du trotzdem die Wahrheit sagst. Mhm. Ich bin auch ein sehr ehrlicher Mensch. Ja, und bin ich richtig oder nicht? Leider nicht. Oh nein. Wir haben hier einmal Konfetti und ein bisschen Knete. Okay, ich glaube, das willst du nicht zum Abendessen. Lieber nicht. Jetzt bin ich gespannt. Tada! Oh wow, das ist ein Vogelnest. Da sind einfach Eier drin und die Eier kann man essen. Ist das echt? Ja, natürlich, kann man essen. Ist es so Osternestmäßig? Nö, das sieht wirklich aus wie so ein richtiges Vogelnest. Sind es so große oder kleine Eier, die da drin sind? Ja, so mittelgroß, würde ich sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass du lügst. Hättest du wohl gerne, es sind wirklich Eier und man kann sie essen. Oh, ei, lecker! Ich schau mal drunter. Oh. Es sind mehrere Sachen. Okay. Die sind länglich. Okay. Und haben eine Flüssigkeit. Wasserflaschen wahrscheinlich. Kann es sein? Denkst du, ich sag die Wahrheit oder denkst du, ich lüge? Nee, du musst mir schon ein bisschen mehr beschreiben, damit ach so. Ich raushören kann, ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Ach so. Also eine Flasche ist es jetzt nicht direkt. Es ist ein bisschen anders. Ich würde es eher nicht trinken, was da drin ist. Ich glaube, das ist giftig. Ich sag, du lügst. Leider nicht. Soll ich es dir zeigen? Willst du es sehen? Ja, gerne. Was ist es denn? Schau mal, das sind solche Leuchtstäbchen. Aber da war noch so ein Schlombermäppchen dabei. Okay, habe ich aber auch nicht erraten. Also, ja. Der Punkt geht an dich. War auch etwas schwieriger. Mal sehen, was wir hier haben. Bin gespannt. Oh, okay, das ist eigentlich ganz simpel. Also, ich weiß gar nicht, wie ich da lügen soll. Das ist ein Ball. Also, ich würde mal eher sagen, es ist so eine Handballgröße. Und ist schwarz-weiß und hat eine glatte Oberfläche. Wer weiß gar nicht, was ich da mehr dazu sagen soll eigentlich. Okay, also gerade haben wir ja schon mal entdeckt, dass du ein sehr ehrlicher Mensch bist. Und ich denke mal, jetzt lügst du, um es mir zu beweisen, oder? Sieht das nicht aus wie ein Handball? Nee. Aber nein. So ähnlich. Du hast gewonnen.
Es hat mega Spaß gemacht, auf oder? Auf jeden Fall. Ich finde, es hat voll die Kreativität angeregt, vor allem das Beschreiben. Ich konnte dich gar nicht einschätzen, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder lügst. Ja, aber du lagst ja meistens richtig. Ja, zum Glück. Ja, schön, dass du da warst. Es hat echt mega Spaß mit dir gemacht. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank nochmal. Und jetzt gibt's was ganz Besonderes für euch. In den letzten Wochen gab's ja die Spirit Wild und Frei Abenteuer zu Hause und damit ganz viele Challenges zum Nachmachen. Das habt ihr getan, ihr habt fleißig Challenges nachgemacht und sie uns geschickt. Und natürlich wollen wir euch das jetzt nicht vorenthalten. Hier gibt's die lustigsten, kreativsten und spannendsten Challenges von euch. Fußball spielen oder coole Akrobatik ganz obendrauf? Für die Zirkus-Challenge habt ihr uns jede Menge Tricks mit Pferden geschickt. Ziemlich beeindruckend und echt süß. Einige von euch haben auch eine spannende Schatzsuche organisiert. Mit kniffligen Rätseln und tollen Schatztruhen. Bei der Zeltlager-Challenge wurde es dann so richtig gemütlich. Egal ob drinnen oder draußen, mit vielen Decken oder mit großen Ästen. Ihr habt gezeigt, auch zu Hause kann man viel Spaß haben. Also man kann ja wirklich alles sagen, aber nicht, dass euch in den letzten Wochen langweilig geworden ist. Sag mal, was hast du da hinter dem Rücken? Naja, nachdem du alle deine Süßigkeiten aufgemampft hast im Schlaf, dachte ich mir, du hast ein neues Glas verdient. Wow, wie lieb von dir. Mega cool, da ist alles drin. Das Wochenende ist gerettet.